Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, ich dürfte wieder eine Kooperation mit Globalent machen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nur. Ich habe es schon so oft gesagt, aber es ist so, mir fehlen einfach die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Und ja, ich bettel nicht drum, ne? Also ich stelle mich jetzt da nicht hin und bitte, 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 nein. Ich werde gefragt, ob ich nochmal machen möchte. Und dann habe ich gesagt gehabt, aber nur wenn es jetzt nicht, ne, wenn ich jetzt nicht rüberkommt, als wenn ich jemanden abzocken würde oder so. Aber ich freue mich. Es ist gestern angekommen. Ich habe es nur aufgeschnitten. Ich komme auch gerade von der Arbeit. Ich muss da noch duschen. Ich habe noch einmal gefrühstückt. Aber ich habe gesagt, das filme ich jetzt schnell ab. Ja, ich habe es noch einmal aufgeschnitten. So ist es angekommen. Weißt du, nee, komm, das machst du morgen im Video. Ich habe, glaube ich, jetzt eine Folie kaputt geschnitten. Ich werde natürlich alles wieder in der Infobox verlinken. Mit dem Rabattcode, der Natter10 ist. So, zuerst einmal der Code, aber wie gesagt, werde ich auch nochmal alles in der Infobox verlinken. Einmal diese zuckersüßen Entchen. Lange bin ich drum rumgeschlichen. Aber ja, jetzt muss ich sie dann doch mitnehmen. Dann, die habe ich wie gesagt aus Versehen aufgeschnitten. Das wäre diese Nummer. Und da haben wir diesmal Halloween. Ich bin echt gespannt, wie die stanzen. Weil das ist ja sehr filigran. Aber die sind echt riesig. Ich habe so kleine Eckstanzen erwartet für eine Karte, aber die sind echt riesig. Was mich natürlich freut, weil ich habe ein Projekt, also ich habe schon, ne, was im Sinn. Klar, ich suche mir die Sachen raus, was ich schon im Sinn habe. Und dann passt es, wenn das größer ist, ein bisschen besser. Jetzt hätte ich vielleicht eine Triggerwarnung machen müssen, Spinne. Wobei die relativ noch harmlos aussieht. Und dann eine Fledermaus. Das sieht schon richtig cool aus. Also ich bin echt gespannt, weil die sehr, sehr filigran sind. Aber hier habe ich leider die Tüte zerschnitten. Aber egal. So, dann haben wir das noch fest. Das wäre diese Nummer. Das ist eine ganze Menge und riesig. Verdammt riesig, habe ich tatsächlich auch so nicht erwartet. Ich dachte tatsächlich, das ist ein bisschen kleiner. Wie gesagt, auf den Produktbildern ist das manchmal echt schwierig zu erkennen. Aber ich teste ja mit euch. So. Das schaut echt komisch aus. Nein, ich bin echt gespannt, wie das wird. Also da haben wir, ja, es soll ein Cupcake werden oder halt Muffins oder wie auch immer, wie man das verzieren möchte. Ja, das ist hier, ne, das Förmchen. Dann haben wir hier so ein bisschen Decoration, was man halt so auf dem Cupcake drauf machen kann. Da haben wir dann, ja, Cupcake. Könnte man auch als Eiswaffel machen, oder? Hier Cupcake, da haben wir Erdbeeren, Kirschen, da haben wir ein Schleifchen. Ich glaube, das. Ah ja, das ist das Ding von der Erdbeere obendrauf. Ich habe jetzt echt kurz gedacht, das ist ein Meerjungfrauenschwanz. So, dann haben wir. Ja. Topping, genau. Da haben wir dann, kann man dann mit Zuckerguss noch was drüber machen. Ah ja, genau, ich sehe es. Und das ist quasi das Innenleben. Das soll ein Gift-Card-Holder werden, also eine Geschenkekarte-Halter. Ich bin sehr gespannt. Da sind die Aussparungen dafür. Weil ich fand das vom Prinzip her, ich habe ja schon mal ein Tutorial für eine Geschenkkarte als Geschenk gemacht, also wo man dann auch so rausziehen kann. Und das ist sowas Ähnliches, aber eben mit Standschablonen. Und das ist schon cool, ne? Gibt es auch noch Kaffeeset und so. Mal gucken. Aber ich habe gesagt, du probierst jetzt erstmal das aus und bestellst da eventuell die anderen. So wie Binder-Sets. Ich habe gesagt, ich ne, will gucken. Und wenn die Binder-Sets passen, bestelle ich sie mir. Habe ich ja auch alle bestellt.
Bei Globalland machen wir noch Arm. Das ist übrigens meine Packing List. Kommt immer dazu, zu jeder Bestellung. Auch bei mir. Ja, genau. Und dann haben wir als letztes noch dieses hier. Da ist auch wieder allerhand dabei. Also was ich ja feier bei Globalland, ist ja eben, wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal dieses Set. Wir nehmen jetzt einfach dieses Set. Es soll ein Giftcard-Holder-Set werden. Wir haben ja nicht nur dieses Grundding. Ne? Wir haben ja nicht nur diese... Wo ist es? Dieses Teil mit einem Topping vielleicht oder so, mit dem Muffinförmchen und so, weißt du, so vielleicht. Nein, wir haben ja wirklich, das ist das, was ich so an Globalland liebe, wir haben ja wirklich allerlei dazu. Das ist ja bei diesen großen Firmen als Add-ons getarnt, will ich jetzt nicht sagen, aber dazu, und das kostet ja alles extra. Und das ist ja bei Globalland nicht. Man hat ja wirklich alles dazu und das liebe ich so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Klar, ich habe auch andere Firmen, ne? Aber da habe ich ja auch die ganzen Add-ons dazu. Habe ich auch, ja. Aber bei Globalland hat man halt ein Teil. Ja, da haben wir einmal Regentropfen in groß. Das ist eine Standschablone. Ist ein bisschen breiter. Circa 11 cm mal 15. Das ist nicht so tragisch, dann schneide ich halt irgendwo nochmal was ab. Oder wird die Karte halt größer. Machen wir das. Dann haben wir das hier, Regentropfen mit kleineren Pünktchen und verschieden groß. Dann haben wir so eine Art Prägeschablone. Na, das wird hier geprägt und das wird ausgestanzt. Dann haben wir große Regentropfen, die man so separat ausstanzen kann. Und dann haben wir noch mal ein paar Wölkchen. Ja. Ne, und das finde ich halt eben cool. Wie gesagt, das ist jetzt ein Set. Und das ist, wenn ich das jetzt beim namenhaften Hersteller kaufen würde, ich sage jetzt keine Namen mehr, ne, aber namenhafte, hätte man das kaufen müssen, 15 Euro. Das kaufen müssen, 15 Euro. Ja gut, das vielleicht nicht, ne? Aber ihr wisst schon, wie ich meine. Das finde ich halt bei Globalland so cool. So, meine Lieben. Ich mache jetzt mal meinen Kaffee. Tue jetzt mal was frühstücken. Und danach geht mein Tagesablauf los. Wobei ich ja schon mal gearbeitet habe ein bisschen. Mache ich direkt nach dem Kindergarten, dann ist das erledigt. Ich mache auf jeden Fall was. Es ist ja nicht so, dass ich nicht untätig bin. Aber ich glaube, heute wird es schwierig. Okay, meine lieben Kreativlinge, ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye, bye.